Da wären wir. Tag 2 in 7 Days to Die. Tag Nummer 2. Ich habe mich einigermaßen vorbereitet auf meine Erkundungstour. Vorbereitet im Sinne von, ich habe mein Inventar leer gemacht. Und ich glaube, ich gehe vielleicht mal Richtung Händler. Weil da, wo ein Händler ist, ist auch eine Stadt. Und da, wo eine Stadt ist, gibt es auch was zu looten. Also eventuell renne ich mal Richtung Händler. Vielleicht. Da weiß ich nämlich, dass ich zumindest irgendwo hingehe, wo ich auch... Aber 600 Meter ist schon ganz schön viel. Ach, und das ist eventuell in der Wüstengegend. Da will ich eigentlich auch nicht hin. Egal, ich hab die Zeit. Wir rennen da jetzt hin. 600 Meter ist eigentlich gar nicht so viel. Ich habe jetzt schon, obwohl ich eine halbe Stunde lang nur geredet habe, habe ich jetzt schon 100 Meter geschafft. Da vorne ist er schon. Ja, die Tiere kriege ich so nicht. Wahrscheinlich spawne ich schon einigermaßen in der Nähe von den Händlern immer. Wenn ich jetzt mal raten müsste, weil als ich das letzte Mal gespielt habe, war ich auch irgendwie ein paar hundert Meter neben so einem Händler. Boah, hier gibt es auf jeden Fall ordentlich was zu looten. Okay, ich werde mich aus der Stadt zurückziehen, wenn es ungefähr 19 Uhr oder so ist. Dann habe ich noch genug Zeit, nach Hause zu kommen, alles in meine Truhen zu... Wahrscheinlich gehe ich eh schon früher, weil mir das Inventar vorher wahrscheinlich eh voll läuft. Gut, was haben wir denn hier? Da sieht es aus, als wären noch ein paar ordentliche Pflanzen dabei. Genau, da kriege ich jetzt ein bisschen Mais raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Mais... Das andere gibt, glaube ich, nur Pflanzenfasern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Mais für irgendwas gebrauchen kann. Außer zum Essen und daraus halt irgendwelche Rezepte zu machen. Aber ich habe noch keine Rezepte. Von daher... Okay, das plündere ich mal erstmal noch nicht. Ich will zuerst mal zum Händler. Weil dann ist vielleicht die Quest endlich mal erledigt. Vielleicht mache ich sogar eine schnelle Quest. Aber ich will jetzt nicht so hier durchlaufen, weil dann laufe ich an den ganzen Häusern. Wobei ich weiß, dass ich die noch nicht geplündert habe. Ich kann ruhig an denen vorbeilaufen. Weil ich will eigentlich an den Häusern nicht vorbei, wenn ich die vorher noch nicht ganz aus... Oh Gott, ist die so hübsch! Es tut mir so leid! Es tut mir so leid! Wenn ich ganz viel Glück habe, habe ich vielleicht diese hübsche Händlerin. Wenn ich die habe, werde ich den ganzen Tag wahrscheinlich nichts anderes machen, außer für die zu questen, weil die so hübsch ist. Ich glaube, dafür bin ich ein bisschen anfällig. Aber vielleicht ist der erste Händler, den man kriegt, auch vorherbestimmt. Vielleicht ist es immer dieser selbe Typ da. Oh, ein Trailerpark. Kann ich die bitte mitnehmen? Verdammt. Diese Pennertruhen sind eigentlich ziemlich cool, weil die geben richtig viel Licht. Ah, ich habe deine Schwester, ich habe deine Zwillingsschwester gerade schon fertig gemacht. Es tut mir leid. Die sind eigentlich cool, weil die richtig viel Licht spenden. Wenn ich ganz viel Glück habe, ist es die hübsche Händlerin. Ich weiß nicht, ob die fixe Locations hat, wo die sein kann. Aber schauen wir mal. Ach ja, die teleportiert mich noch weg, weil es noch zu früh ist. Die macht, glaube ich... Ich glaube, selbst wenn der Trader Joe steht, vielleicht ist es trotzdem wäre anders egal. Ich glaube, die macht erst um 6 Uhr, die machen erst um 6.05 Uhr oder so auf. Dann plündere ich derweil mal hier diese Bretterbude da. Da wird jetzt kein besonders guter Loot drin sein, aber... Was überlebst du denn? Hat euch schon mal jemand mit so einem fetten Hammer mitten eins über den Schädel gezogen? Gut, der hat ein bisschen mehr Erfahrung gegeben. Der war wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich würde ja keinen einzigen Schlag überleben. Hallo? Ich darf nur nicht zu forsch werden und zu selbstbewusst.
Okay, hier oben habe ich, glaube ich, noch irgendjemanden gehört. Okay, egal. Egal, der Händler hat offen. Ich habe kurz noch eine Schiene gelootet. Sollte ich mir mein Bein brechen oder irgendwas anderes? Esther kann ich zerlegen, glaube ich. Wo sind die denn? Ich höre die doch. Ja, das ist, glaube ich, kein. Hier gibt es wahrscheinlich nicht besonders. Oh! Oh Gott, hat's mich ge. Okay, ich hab Hunger. Ja, viel Essen bringt es nicht. Jetzt habe ich schon wieder kein Essen mehr. Okay, egal. Okay, keine Ahnung, wo der Zombie war. Hauptsache, hallo, Trader. Oh ja, das ist ein Typ, schade. Come near me again. And I'll cut you. Was? I'll cut you? Entschuldigung? Darf ich mal dein Inventar sehen? Okay, wir könnten mal ein schimmeliges Brot, keinen Verkaufspreis. Verkaufspreis 2. Ja, viel gebe ich dem jetzt noch nicht. Weil dann habe ich vielleicht 10 Sachen, 10 Gold oder so. Hast du irgendwelche Aufgaben? Abholen in 200 Meter, das mache ich Well, mal. come to think of it, well, good luck. By the looks of it. Boah, der ist mich ja nur am Verarschen. Viel Glück, so wie du aussiehst, wirst du es brauchen. Okay, Vorräte zurückbringen ist jetzt, denke ich mal, nicht so schwer. Das ist mal eine Quest, die ich schnell mache, aber dann gehe ich looten. Ich will jetzt eigentlich nicht zu viel für den Questen. Wahrscheinlich würde sich das schon lohnen, aber looten macht mir irgendwie mehr Spaß. Das die Quest mache ich mal und dann auf dem Rückweg plündere ich ein paar Häuser und wenn das Inventar voll ist, ab nach Hause. So, mal gucken, ob das wirklich so leicht ist, wie ich mir das vorstelle. Einfach hingehen, abholen und mitnehmen. Ich hab in der ersten Runde noch nie wirklich viel gequestet, muss ich zugeben. Okay, Vorräte, das ist wahrscheinlich irgendwo im Haus drin. Okay, dann probieren wir das doch mal. Sowas habe ich mir aber schon gedacht. Einfach mitnehmen und abhauen wäre auch ein bisschen wenig gewesen. Es gibt, glaube ich, wenn das hier alles verschlossen ist, ich habe mir mal sagen lassen, es gibt immer so einen gedachten Weg in dieses Haus rein, wo man dann wirklich mit kaum Widerstand zu kämpfen hat. Eventuell das. Oh shit! Oh Mann, ich hasse diese Biester. Eventuell war das gerade eben schon der gedachte Weg. Oh Gott, da runter zu springen. Egal, ich habe meine Blunderbuss. Genau, irgendwo hier drin müssen diese Vorräte sein. Ist es eine Hose, die ich tragen kann? Ja, nein. Kälte, Hitzewiderstand. Okay, also weg damit. Was haben wir denn da? Brauche ich nicht. Zerlegen, zerlegen. Hier noch was. Eine Taschenlampe. Hübsch. Sehr, sehr schön. Freut mich. Taschenlampe ist gut. Vor allem Gott sei Dank, liebe 7-Days-Entwickler, Dankeschön, dass die keine. Git. Dass die keine. Nicht auf Batterie läuft. Dass du alle 2 Sekunden die Batterie auswechseln musst. Okay, genau. Das waren die Vorräte. Okay, der prügelt da unten auf mein Haus ein. Das passt schon. Was haben wir denn hier? Okay. Intelligenz plus 1, Fertigungszeit minus 10% und EP. Kann es sein, dass das eine der besten Brillen ist, die es überhaupt irgendwie gibt? Weil EP-Zuwachs plus. Ich meine, das brauche ich ja von jetzt an bis in alle Unendlichkeit. Kann es sein, dass ich gerade richtig viel Glück hatte? Ich glaube nämlich, in meinem ersten Durchgang habe ich genau diese Brille gefunden, zweimal ganz am Anfang und habe sie einmal zerlegt, weil ich dachte, die brauche ich nicht. Und dann habe ich sie direkt einmal auch noch vor den Augen des Händlers zerlegt, anstatt sie zu verkaufen. Und ich glaube, derjenige, der mir das Spiel empfohlen hat, ist einfach nur gestorben. Gotische Stiefel, na, wenn das nicht zu mir passt.
Ja, da geht immer so die Ausdauerregeneration runter. Die Beweglichkeit, das will ich eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, inwiefern ich schwere Rüstung tragen will. Ich will eigentlich lieber leichte Rüstung tragen. Dann kann ich, zumindest rede ich mir das selbst ein, umso schneller davonlaufen. Hinter den Fernsehern ist aber, glaube ich, nix. Wenn diese Musik kommt, dann sind es, glaube ich, mehrere, oder? Gott, ich habe nur noch 16 Schuss. 15. Ich muss Munition sparen. Okay, cool. Da hinten habe ich schon was gesehen. Da leuchtet was. Noch eine Taschenlampe. Die kann ich gebrauchen, weil diese Taschenlampe kann ich, glaube ich, in meinen Helm irgendwann reinbauen. Munition für Waffen, die ich nicht habe. Ich bin jetzt schon überlastet, was? Nahrung, Gesundheit. Ja, ist es mal. Federn, glaube ich, brauche ich nur für Pfeile. Und Pfeile werde ich mit Sicherheit keine brauchen. Bin schon wieder überlastet, was soll das denn? Okay. Kartoffelsaat. Kann jetzt schon gleich, was soll ich denn mit Pflanzenfasern? Ich kann jetzt schon gleich wieder nach Hause rennen. Wasser, das will ich aber alles nicht zerlegen. Vor allem, jetzt habe ich schon wieder die ganzen leeren Flaschen mitgenommen. Gerade eben schmeiße ich sie alles im Inventar raus. Und 2 Sekunden später nehme ich sie schon wieder alle mit. Hier. Da benutzen, lecker. Da benutzen, lecker. Irgendwas Gutes? Okay, Knochenmesser Rang 2 zumindest mal. Blunderboss-Munition, sehr schön. So, das. Ziehst du mal an? Ich hatte ja vorher noch gar keins an. Was ist denn das? Eine Mützenmodde. Hitze, Kälte, Widerstand. Kann ich dich direkt verändern? Ja, kann ich. So. Weg. Messer Rang 2, weg. Und den Rest brauche ich. Jetzt bin ich aber immer noch überladen. Ach komm, Kartoffelpflanzen weg. Weißt du, was ist die einfach? Ich kann aus denen sowieso nichts machen. So, leerer Wasserkrug, da habe ich eigentlich noch. Aber ich nehme trotzdem. Aus Knochen, glaube ich, kann ich auch nicht viel machen. Naja, eine Dose Schem kann ich daraus machen. Und Kleber, was? Aus Knochen? Okay. Egal, ich bin überladen, das kann ich jetzt nicht ändern. Da muss ich halt gleich zurückgehen nach Hause und muss das mal abgeben. Wenn ich gleich zum Händler zurückrenne, kann ich dem vielleicht auch irgendwas verkaufen. Vielleicht verkaufe ich dem die Brille mit dem. Mit diesem Zähigkeit oder was immer diese Brille da auch an Werten hat. Das könnte ich dem vielleicht verkaufen. Okay, super. Ich glaube, ich bin hier durchgelootet. Quest erledigt, nichts mehr raus. Ja, ich muss mich wahrscheinlich einfach. Nee, das dauert mir zu lang. Ja, ich baue mich mal hier raus. Und dann ab zurück zum Händler. Noch läuft's gut. Noch läuft's gut. Noch läuft's gut. Ich wartet nur ab. Ich werde schon eine Zeit lang überleben. Ich habe halt ein bisschen Sorge, weil ich die Blutnacht ja stärker gestellt habe. In der Blutnacht gibt es ja irgendwie. Ich weiß nicht, wie viele Zombies. Aber ich habe irgendwie. Ich habe, glaube ich, 8 sind normal und ich habe 16 eingestellt. Also, das wären dann. Sind es dann 16 pro Welle? Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Kannst du das mal lassen? Jawoll, so.
Bringen wir das mal zum Händler, verkaufen mal ein bisschen was. Und wenn ich ein bisschen, ich hätte mein Geld mitnehmen können, bevor ich zum Händler bin. Aber viel hatte ich nicht. Ich glaube, ich hatte nur 5 Jetons oder so. Das hätte sich eh nicht gelohnt. Aber wenn ich ein bisschen was verkaufe, dann kaufe ich vielleicht gleich was zurück. Irgendwas, was man für den Anfang brauchen kann. Vielleicht ein bisschen Blunderbuss-Munition, wenn die nicht so teuer ist. Oder irgendwas zu essen oder sowas. Also irgendwas, was ich halt, was man halt ständig braucht. Wie repariere ich dich eigentlich? Wahrscheinlich mit Knochen, oder? Kann mit Knochen repariert werden. Schön, schön. Ich habe deine erste Quest erledigt, mein Lieber. Schade, dass du nicht die hübsche Frau bist, aber. Hey, asshole, you better not bring any diseases into my store. Boah, was ein Arsch. 10% Chance, mit einem gewöhnlichen Angriff eine blutende Wunde zuzufügen. Messing ist das neue Gold im Ödland. Daraus wird Munition hergestellt. Finde mehr Messing in Beute. Ich glaube, ich habe. Das brauche ich erstmal nicht. Wobei ich die gezahnte Klinge-Mod, glaube ich, auch nicht brauche. Weil ich momentan keine Messer oder so habe, mit denen ich angreife. Ja, ich nehme mir mal den Band. So, ich nehme mir mal den Band. Okay. Verkaufen wir mal irgendwas. Wie wär's denn, du kriegst von mir. Ich habe jetzt schon 330 Jetons für die Quest wahrscheinlich. Hier die Sonnenbrille, 100 Standhaftigkeit verkaufen. Ich habe eine zweite Taschenlampe für 40 verkaufen. Da finde ich bestimmt noch ein paar mehr. Holz, Schiene. Reines Mineral, weil Rohrdiamant. Irgendjemandem ist das sicher was wert. 300. Verkaufspreis 900. Schön, schön, schön. Rohrbombe. Damit töte ich mich in der Regel nur selber. Ich verkaufe die. Damit töte ich mich in der Regel nur selber. Kohle, Eisen. Silberklumpen. Jawohl, jetzt habe ich 2000 Jetons, davon kaufe ich mir jetzt irgendwas. Okay, Spinde, da, Waschbecken. Ich will nicht mein Haus einrichten. Eine Pistole für 400. Okay, ich könnte mir eine Pistole kaufen. Eine Feueraxt. Wofür war die nochmal gut? Kann man gut Holz fällen? Ja. Schraubenschlüssel Level 3. Jagdgewehr. Dose Futter. Das könnte. Ein SWAT-Helm. Ja, belastet dich? Nee, schwere Rüstung ist jetzt. Schalldämpfer verringert den Schusslärm. Reduziert die maximale Reichweite und den Schaden. Kleinkaliberwaffen, geringe Schussrate. Plus 100% Schaden bei lebenden Wesen. Also nicht an Zombies anscheinend. Jeder Fernkampfnacker installiert werden, aber nicht bei Werkzeugen. Ah ja. Das klingt eigentlich gar nicht schlecht, oder? Und ein Robotikhammer. Der ist auch cool. Öl, Tierfett, daraus kann ich Fackeln bauen. Gib mir, Moment mal, bevor ich mir irgendein Zeug kaufe, kaufe ich mir mal das erst, was ich wirklich brauche. Zum Beispiel, ich will eine Pistole haben. Vor allem, weil die gar nicht so teuer war, glaube ich. 400, weißt du was? Gib mir die mal. Jawoll, eine Pistole. Okay. Diesen Knüppel brauche ich nicht mehr. Okay, als nächstes. Kälte, Hitze, Widerstand? Nee. Als nächstes kaufe ich mir mal. Was wollte ich mir kaufen? Robotikhammer vielleicht? Das Tierfett für Fackeln. So, ich kaufe mir mal 10 Tierfett für Fackeln. Jetzt habe ich noch 1200 Jetons. Ich könnte mir mal das Essen mitnehmen. Und den Robotikhammer. Dafür habe ich noch Geld. Den Robotikhammer könnte ich dann für die Nacht. Daheim, mit was repariert man den denn? Mit einem Reparaturkit. Kann
Raketenwerferteile, was der alles hat. Kauf mal das Essen. Ja, ich kauf mal den Robotikhammer noch. Um auf Nummer sicher zu gehen. So, jetzt habe ich kein Geld mehr. Vielleicht solltest du einfach mal deine Klappe halten. Es wird Zeit, dass ich diese hübsche Händlerin finde. Okay, wir sind absolut überlastet. Das Zeug schleppe ich jetzt mal nach Hause. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was kaputt machen, um ein bisschen schneller zu... Wobei, ich nehme mir auch mal die leeren Wasserkrüge mit. Das kann weg. Ausgezeichnete Hydrierung, dann benutzt das Ding mal. Ja, ich nehme den ganzen Rest jetzt alles mit. Jetzt bin ich zwar immer noch überladen, aber das kann ich jetzt halt nicht ändern. Jetzt gehe ich mal nach Hause und lege das alles mal in die Truhe. Dann komme ich hier in die Stadt zurück und fange hier das Plündern an. Aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Der Händler hatte wirklich ganz schöne Sachen. Habe ich Pistolenmunition dabei? Habe ich sogar dabei. Schau an. Ich will halt mehrere Waffen dabei haben, weil wenn ich jetzt rumlaufe und auf einmal geht mir die Munition für diese Donnerbüchse aus, dann stehe ich erstmal da. Und oder sie geht kaputt oder so. Und dann, ja, die geht dann mit Sicherheit genau dann kaputt, wenn ich das gar nicht gebrauchen kann. Ich gehe zurück und dann loote ich direkt diese große Kirche. Das sieht aus, als gibt es eine ganze Menge Loot. Also verkloppen wir auf dem Heimweg erstmal ein paar Zombies. Habe ich denn eigentlich schon wieder ein Level? Ja, ich habe sogar zwei Level. Als nächstes. Also der glückliche Sammler finde ich echt gut. Du findest mehr nützliche Sachen. Ich glaube, ich will mehr Wahrnehmung haben. Der glückliche Sammler. Ich will mehr Loot finden. Weil ich bin eher jemand, der den ganzen Tag nur am Looten ist. Anstatt der große Baumeister oder der große Ingenieur oder sowas. Ich hoffe einfach, dass ich dann wichtige Sachen in Loot finde und dann muss ich mir die vielleicht gar nicht bauen. Weil bevor ich jetzt in Skills gehe, die es mir erlauben, bestimmte Sachen zu bauen, skill ich lieber in mehr Looten, was mir immer was bringen wird. Und wenn ich dann mehr Glück habe, hohe Sachen zu finden, finde ich vielleicht die Baupläne. Dann muss ich nämlich das, was ich mit den Skillpunkten mir gekauft hätte, vielleicht gar nicht skillen. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die spielen Seven Days to Die sehr, sehr häufig und kennen sich schon sehr gut aus. Die wissen genau, was vielleicht am Anfang mehr Sinn machen würde zu skillen. Aber das, was ich mir jetzt so, oh Gott, der hält schon ein bisschen mehr aus, so ein bisschen zurechtgelegt habe, klingt eigentlich gar nicht schlecht. Okay, das geht aber ganz gut. Was die überleben, alter Schwede. Gut, der hatte auch einen Helm auf und ich habe ihn immer auf den Kopf geschlagen, aber... Vor allem, der ist jetzt auch schon gleich kaputt. Habe ich denn Steine dabei? Nein, habe ich nicht. Hier irgendwo ein Stein liegt, muss ich den mal mitnehmen zum Reparieren. Das kann ich, glaube ich, auch abbauen. Das sind irgendwelche Mineralien oder so. Sieht irgendjemand einen Stein? Das hier sind Steine. So, ich nehme direkt zwei mit, dann kann ich direkt dich reparieren und dich. Ich hab ein ganz gutes Gefühl. Ein-, zweimal war es am ersten Tag schon so ein bisschen knapp. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Vor allem die Blunderbuss sollte mich vor den Hunden schützen. Außer es kommen zwei auf einmal oder so. Aber ansonsten habe ich ein gutes Gefühl. Da wären wir wieder. Mein temporäres Zuhause. Ah, hat mich schon einmal gut geschützt. Und wird es mit Sicherheit auch noch häufiger tun. Alles klar. Jetzt kümmern wir uns zuerst mal um... Darum nicht mehr überlastet zu sein. Genau das ist jetzt passiert. Jetzt kann ich mein Lagerfeuer damit ausrüsten. Dann kann ich eine Robotikhammer aufstellen. Und zwar stelle ich den...
Die Frage ist. Ich stell den mal hier hin. Dann lasse ich die Zombies vielleicht alle von da. Ich stell den mal hier hin. Okay. Der kann da erstmal stehen bleiben. So, als nächstes. Ich habe mir Tierfett geholt. Mit Tierfett mache ich mir jetzt Fackeln. Die kann ich mir aber nicht machen, weil ich keine Stofffetzen habe. Das heißt, mit 10 Stofffetzen, die sich hier befinden, kann ich mir 10 Fackeln machen. Okay, das dauert 2 Minuten. So, als nächstes. Tu mal das weg. So, das weg. Das weg, okay. Ich darf nicht so viel mitnehmen, sonst muss ich wieder gleich zurück, weil ich... Die Blunderbuss werde ich schon nicht reparieren müssen. Auf dem Weg jetzt dahin. Ich hau das mal raus. Die Fackeln kommen rein. Was ist denn mit dem Rest da unten? Nahkampfwaffe, das ist zum Abbauen, das ist zum Schießen, das ist zum... Das will ich alles dabei haben. Mehr kann ich aus dem Inventar nicht raushauen. Man hat halt am Anfang nicht besonders viel Platz. Ich fange jetzt mal an, die Fackeln hier überall aufzustellen. Dass ich nachts auf jeden Fall ein bisschen Licht habe. Vielleicht hält es auch die Zombies ein bisschen fern, wer weiß. So. Genau hier. Ah, wobei, die ist so ein bisschen ab, die ist so ein bisschen, das sieht blöd aus. So gefällt mir das besser. Shit, ich höre einen Hund. Ich hätte schwören können, ich habe einen Hund gehört. Okay, hier ist schon Licht. Das heißt, mit den restlichen Fackeln leuchte ich mal mein Haus aus. So, und so. Und so. Werden noch Fackeln hergestellt? Ja, es werden noch insgesamt 4 Fackeln hergestellt. Man könnte sich jetzt streiten, ob ich das wirklich brauche, die Fackeln hinter meinem Haus, aber wer weiß. Falls ich mal irgendwann davonlaufe, schadet es bestimmt nicht, hier ein bisschen Licht zu haben. Okay, damit ist mein Haus außenrum auch ausgeleuchtet. Ich mach mal hier an die Seite noch eine. Oh shit. Nimm das, du Mistviech! Ich hasse diese Wölfe. So, her mit deinem Fleisch. 5 Fleisch, 6 Fleisch plus Tierfett. So, so, so. Und so, 25 Fleisch habe ich da jetzt insgesamt rausgekriegt. Okay, wunderbar. Die Fackel brauche ich... Doch, die lasse ich da. Okay, kann ich noch mehr Fackeln machen? Stofffetzen und Holz. Ha, das gefällt mir. Mein Haus ist ausgeleuchtet. Schön, schön. Jetzt gehe ich noch looten, bevor es Nacht wird. Habe ich alles? Ich könnte ein bisschen was zu essen noch schnell mitnehmen. Wobei, wenn ich einmal voll gegessen bin, wird es hoffentlich reichen. Das wird jetzt schon reichen, oder? Was zum Trinken brauche ich eigentlich auch nicht. Aber ich nehme es trotzdem mal mit. Okay, gehen wir noch einmal schnell plündern. Würde ich sagen. Das heißt, zurück, dann nehme ich mir die Kirche noch mit und dann schauen wir mal. Ja, ich bräuchte halt für den Weg hier hin und zurück jetzt dann langsam mal ein Fahrrad, aber es ist gar nicht so weit eigentlich. Ah, das könnte ich mal unterwegs... Okay, das habe ich schon gelootet. Weil als nächstes gehe ich vielleicht langsam mal in Koch und dann kann ich mir vielleicht Eier mit Speck machen. Ich habe mir sagen lassen, das Eier mit Speck ist ziemlich gut. Für Wiederherstellung von Essen. Und genau deswegen werde ich das vielleicht auch skillen. Da kriege ich jetzt dieses Pulver raus. Dieses Nitratpulver.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür ich das brauche, aber das sieht wertvoll aus, also nehme ich es mit. Glaube ich. Oh, mach, mach hinne, mach, mach, mach. Sieht aus, als gäbe es dort unten mehr Erz. Okay, das ist noch mehr Nitratpulver. Das baue ich jetzt aber nicht alles ab. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich will looten gehen. Okay, da sind ein paar Zombies. Ich will diese Kirche looten. Die sieht groß aus und da sieht es aus, als würde es viel Loot geben. Komm nur her. Und nein, ich habe kein schlechtes Gewissen, eine Kirche auszuplündern. Tja, an welchen Gott die auch immer hier in Seven Days anbeten, er hat sie anscheinend nicht gerettet. Vor der Zombie-Apokalypse. So. Einen Moment, fang mal nicht an rumzuschießen, sonst werden die alle aufmerksam auf dich. Dass ich das Ding nicht mitnehmen kann. Ich würde das Ding hier so gerne mitnehmen. Nichts auseinandernehmen. Ja. Okay, da kriege ich jetzt nur ein bisschen Eisen raus. Aber Moment mal, der macht Licht. Ich hör hier doch was, ich wollte schon sagen. Der macht da unten Licht, ich baue den nicht ab. Oh, vergiss es. Oh, vergiss es. Nein, das wäre es wahrscheinlich gewesen. Vergiss es. Vergiss es, liebes Seven Days to Die Team. Nein. Ich gehe lieber durch den Haupteingang. Boah. Das ist mir schon mal passiert. In meinem ersten Durchgang ist einer zu mir hergekommen und hat gesagt, ach, geh doch mal da und da rein. Ja, genau, geh genau da jetzt mal rein. Dann bin ich da reingegangen und was ist passiert? Ich bin direkt runtergebrochen in 30 Zombies und war sofort tot. Moment mal, kann ich den herholen? Ah, oh, das ist schon so ein Militärzombie. Die halten, glaube ich, richtig viel aus. Das war ein Kopfschuss und der lebt immer noch. Mann. So, wo ist denn eigentlich meine... Okay, ich wollte schon gerade sagen, wo ist meine... Okay, da liegen ein paar Leichen. Einige von denen werden zum Leben erwachen. Sogar ziemlich viele sehe ich gerade. Okay, kommt her. Ist da irgendwie... Oh Gott, es sind schon mehrere Militärzombies. Okay, für dich brauche ich keine Munition. Okay, wenn ich immer nur rückwärts laufe, sollte ich eigentlich sicher sein. Stirb! Okay. Ja, das gibt doch Erfahrung. Okay, da kommt doch so ein Krabbler, der ist aber relativ langsam. Was, der überlebt, dieser Militärzombie? Die sieht auch ein bisschen dicker aus. Die sieht auch, als könnte sie auch ein paar mehr Schläge einstecken. Ich konnte dir unter den Rock schauen, ist ja widerlich. Oh, okay. Das war aber nicht der Part. Und ich habe ein Level up. Das war nicht der Part, wo ich eigentlich runtergebrochen wäre.
Nee, jetzt lasse ich es mit dem Looten mal. Ich liebe immer Stärke skillen. Mehr Kopfschüsse, Schrotflitten, Knüppel, Vorschlag hämmern, Bergarbeitern, Chance, Ziele zu zergliedern. Aber was will ich hier skillen? Packesel kann ich Mods dafür finden. Aber ich will Chefkoch skillen. Ja, dann kann ich mir zumindest mal ein bisschen besseres Essen machen. Okay, die Kirche sollte ich hoffentlich noch fertig looten können, bevor es zu spät wird. Ach, guck an, es ist so eine Confession-Box. Kann ich da mal Confession machen, bitte? Ja, jetzt wollte ich beichten gehen, dann ist es keiner da, dann halt nicht. Dann werde ich halt weiterhin mit meinen Sünden leben. So viel habe ich mir gar nicht vorzuwerfen. Moment mal, das ist schon wieder die Musik. Es gibt mit Sicherheit mehrere, die gerade aufgewacht sind. Ja, ich höre sie schon. Wieso sind denn hier alle so dick? In welcher Stadt bin ich denn hier gelandet? Ist da gerade jemand durchs Dach gekommen? Meine Güte! Oh. Weiter geht's. Weiter geht's. Okay, hier geht's schon mal hoch. Es gibt bestimmt so ein paar... Habe ich welche dabei? Ja. Es gibt bestimmt so ein paar Seven Days to Die Profis, die sagen, ja, was hast du denn? Das sind doch die ganz schwachen Zombies und ist doch sau einfach für mich, dich. Ich hab voll Schiss. Vor allem, weil ich nicht sterben will. Bitte, 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 bitte. Bitte, ach komm. Ey, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich keine... Ey. Nee, das ist... Nee, das dauert mir zu lang. Ja, ich werde mir Dietrich hier vielleicht irgendwann mal herstellen und vielleicht skillen, dass die nicht so häufig abbrechen. Mit dem nächsten Level mache ich das vielleicht mal. Ich wusste es. Ich hatte schon im Gefühl, dass ich dieses Ding nicht aufkrieg. Hier geht's aber immer noch irgendwo in den Keller runter. Boah, erstmal den Sarg plündern. So, habe ich zufällig Steine? Okay, ich müsste das Ding mal... Ja, ich hab Steine. Okay, ich will da mal hoch. Hoch ist, glaube ich, genau der Weg, den ich gehen muss. Für dicken Loot. So, genau, das sieht richtig aus. Oh Gott, es ist 17 Uhr, die nächste Nacht kommt. Aber ich brauche nicht so lange bis nach Hause. Okay, hier oben vermute ich den dicken Loot irgendwo. Oh Mann, bitte... Oh, Moment. Bitte brech nicht. Oh, ihr Mistviecher, nicht mit mir. Jetzt habe ich nur noch 12 Schuss. Ist da noch einer? Boah, nee, da falle ich doch mit Sicherheit runter. Nee, das ist mir zu gefährlich. Das ist mir zu gefährlich, da falle ich mit Sicherheit runter. Oh.
Also, oh nein, jetzt brauche ich hier schon wieder Holz. Okay, du bist doch aus Holz, oder? Shit, das Zeug ist nicht aus Holz. Nee, ich muss mich da hochbauen. Was ist denn hier doch aus Holz? Ja, das gibt Holz. Okay, dann baue ich mir da nämlich einen Unterstand und gehe dann über die Leiter nach oben. Okay, ja, mehr Holz. Holz sollte ich immer dabei haben. Ich sollte immer ein Stack Holz dabei haben für genau solche Momente. Und damit ich mich immer irgendwo hochbauen kann, wenn ich das brauche. Ist so gefährlich, was ich hier mache. Okay, gib mir mal weitere von den Holzteilen. Bitte lass jetzt kein Zombie oben sein. Loot! Aber eine richtig dicke Truhe, die ich nicht aufkrieg. Okay, wir haben Bogen und ein paar Speere. Ich bin jetzt kein Freund von diesen Speeren, aber ich teste sie zumindest mal. Okay, Shotgun Messiah. So, komm mal her. Diese riesen Waffentruhe, ich weiß nicht, ob ich die knacken soll. Ich könnte sie kaputt schlagen, aber das würde ewig... Oh, Reparaturkits. Das würde aber Ewigkeiten dauern. Ah, da ist mit Sicherheit der gute Loot dahinter. Hm. Ah, guck an! Ein Amboss und noch mehr Reparaturkits. Muss auch langsam nach Hause. Eine Blunderbuss Level 3, schön. Verändern. Die Blunderbuss Level 2 kann ich jetzt zerlegen. Level 3 verändern. So, noch ein Mod-Slot und ein Slot für Farbe. Ja, weg mit der. Gefütterter Brust, den kann ich bestimmt gebrauchen, oder? Ja, ich hatte noch gar keinen. Okay, schön. Okay, der kriegt minus 30 ungefähr pro Schlag. Nee, da stehe ich ja bis Mitternacht hier rum. Also es gibt immer noch den Keller, den ich noch nicht gelootet habe, aber für den habe ich jetzt keine Zeit mehr. Vielleicht kann ich noch schnell mein Inventar mit was anderem... Ja, so viel Platz habe ich eigentlich nicht mehr. Vielleicht kann ich mein Inventar noch schnell mit was anderem voll machen. Ich sollte aufpassen, nicht so tief runterzuspringen. Oh. Ich bin hier permanent so... Oh Gott, ich sterbe. So, die andere Seite habe ich mir noch nicht angeguckt. Vielleicht gibt es hier auch irgendwo einen normalen Weg in den Keller runter. Ich will da nicht runterspringen. Okay, ein Hemd. Was mache ich denn damit? Wenig Schutz gegen das Wetter. Kältewiderstand, aber dafür viel weniger. Aber Hitze wieder... Naja. Ich glaube, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Wobei, das andere war ein bisschen besser. Okay, irgendjemand will mich hier. Kommen wir, sagen mal Hallo. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ja, kommt nur her. Okay, als nächstes die Kirche gehe ich nochmal hin zurück, aber dann halt erstmal. Wo kommt die denn her? Keine Ausdauer. Au. Ich werde mir nach wie vor meine Blunderbuss-Munition immer noch aufheben für die Nacht. Zur Verteidigung. Solange ich keine Munition habe, nehme ich die nicht für den Angriff her.
Okay, schön, 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 schön. Die nehme ich auch noch mit. Verdammt daneben! Okay, schön, schön, schön. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Es ist 20 Uhr, die Nacht ist unterwegs. Wir gehen zurück. Oh, ich bin zwar nicht voll gelootet, aber so ist das Leben. Ich nehme mal unterwegs noch ein bisschen Holz mit, um mein Haus irgendwie zu verbessern vielleicht. Komm, ich brauche Ausdauer. Hätte ich mir mal diese Feueraxt da gekauft. Wie hieß die? Feuerwehraxt oder so. Hätte ich mir die mal gekauft. So, aber dich nehme ich noch mit, lieber Baum. Und dann flicke ich mal irgendwelche Löcher ein bisschen provisorisch daheim und dann sollte die nächste Nacht hoffentlich klappen. Also ich habe noch 22 Schuss Blunderbuss und ein bisschen noch was für die Pistole. Sollte hoffentlich reichen. Ich werd auch hauptsächlich wahrscheinlich im Haus bleiben. Es ist alles ein bisschen ausgeleuchtet, also hoffe ich, dass die Zombies da vielleicht nicht in die Nähe kommen. Sehr schön alles. Euch kann ich gleich mal irgendwo hinpflanzen. Dahin und dahin. So, ab nach Hause. Ich bin nach wie vor immer noch zufrieden, muss ich sagen. Nach wie vor bin ich immer noch wirklich zufrieden. Ich glaube immer noch, dass es einigermaßen gut läuft. Ja, ganz auffällig. Kann ich hier nach mehr Nitrat buddeln. Weiß aber immer noch nicht, wofür ich das brauche. Jetzt habe ich Chefkoch geskillt. Jetzt könnte ich mal schauen, ob ich noch ein paar Eier auf dem Weg nach Hause finde. Weil mit Eiern könnte ich, glaube ich, mit dem ersten Kochen-Skill kann ich, glaube ich, Eier mit Speck machen. Aber ich finde da nie welche. Da ist noch was. Es ist 21 Uhr, ich sollte mich beeilen. Okay, da war zumindest ein Ei drin. Ah, wieder nix. Home sweet home. Du wirst es auch noch eine Zeit lang bleiben. Irgendwann ziehe ich dann von hier aus und baue mir vielleicht eine eigene Basis. Okay, da wären wir. So, zuallererst. Okay, ich brauche Munition. Ich brauche Munition. So, 94 Schuss hiermit. Diese Speere, ich bin ehrlich gesagt kein Freund von diesen Speeren. Erste-Hilfe-Verband ist mal besser als der. So, Blunderbuss-Munition. Den Amboss brauche ich ja noch überhaupt noch gar nicht. Okay, jetzt habe ich noch Zeit, mir irgendwas zu craften. Bis die Nacht losgeht. Ich könnte mir was zu essen machen, oder? Genau, Eier mit Speck mit Eiern, das ist das, was ich haben will. Wildbret und Eier. Hier, da kann ich mir sogar zwei von herstellen. So. Jawohl, Speck mit Eiern, okay. Die bringen nämlich wirklich sehr, sehr viel Essen. So, als nächstes. Wie sieht's denn mit der Nacht aus? Wenn es jetzt gleich Nacht wird, was würde ich mir dann wünschen, was ich noch vorher gemacht hätte? Hier in der Ecke ist noch überhaupt gar kein Licht. Das ist mein Eingang und da ist kein Licht. Also Tierfett, Stofffetzen. Ich habe gesagt Stofffetzen, Fackel. Okay, Fackeln sind unterwegs. So, bevor ich Speck mit Eiern esse, esse ich mal... Ah doch, wobei, gib mir mal ein leckeres Speck mit Eiern.
Da. Und schon sollte das Essen auch wieder voll sein und damit ist das Trinken wieder voll. So. Jetzt werden noch Fackeln irgendwo aufgestellt hier. Einmal hier in der Ecke. Sehr schön, jetzt habe ich hier auch Licht. Und vielleicht hier am Eingang. Hier könnte es auch sehr, sehr dunkel werden, wenn ich mich hier dann hinstelle. So. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Okay, wunderbar. Wir haben überall Licht. Die Nacht beginnt jetzt. Okay. Okay, ist alles nachgeladen? Alles nachgeladen. Okay. Ich werde in der Nacht nicht looten gehen. Jetzt könnte man jetzt Seven Days to Die Profis sagen vielleicht, die Nacht ist ja nicht schlimm, da sprinten die Zombies, nur geh halt looten. Aber das mache ich nicht. Weil ich will wirklich nicht sterben. Ich will mal schauen, wie lange ich hier überlebe, ohne zu sterben. Ja, weil das Zeug zum Beispiel könnte ich langsam mal reparieren. Und ich könnte mal überlegen, was ich als nächstes skille. Also der glückliche Sammler, muss ich sagen, das ist ein Skill, der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Beute, Bonus um weitere 5. Ah, Dietriche vielleicht. Wo sind denn Dietriche? Einbrecher. Du brauchst Dietriche, fertige Dietriche. Dietriche brechen weniger wahrscheinlich ab und ich knack sie schneller. Das ist das nächste, was ich skillen werde. Ich kann schon mal schauen, wie man Dietriche herstellt. Genau, das habe ich bald. Wie stellt man die denn her? Mit geschmiedetem Eisen. Oh Gott. Geschmiedetes Eisen, dafür brauche ich doch eine Schmiede. Bauplan, Schmiede oder fortgeschrittener Ingenieur. Fortgeschrittener Ingenieur. Du bist jetzt Schmieddinge, fertige Schmieden. Okay, also zuerst fortgeschrittener Ingenieur und dann in... Und dann in Dietriche. Wieso ist eigentlich... Das Licht da hinten war doch an, oder? Da war doch ein elektrisches... Ach, okay, ja. Okay, ich verstehe. Ich will halt keine Zombies herlocken. Weil wenn die mich hören, dann... Oh, das war nur die Pflanze. Ach, ich weiß nicht. Ich will einfach nicht rausgehen. Jetzt hört doch die Musik auf. Irgendwas kommt doch jetzt. Also wäre hier jetzt ein Haus in meiner Nähe, würde ich es eventuell mich trauen zu looten. Aber über den ganzen Weg mitten in der Nacht. Na komm, wir gehen mal zumindest ein bisschen die Umgebung erkunden. Dass ich die ganze Nacht nicht rumstehe. Soll mal zumindest die Umgebung aufdecken. Gehen wir mal hier hoch. Geht es überhaupt? Ja. Ach, diese Musik. Okay, nicht so schlimm. Da hinten ist es irgendwas. Ich glaube, da hinten ist ein Haus. Oder war das ein Haus? Ich hätte schwören, da hinten, genau da. Das ist doch ein Haus, oder? Oder ist es eine Straße?
Da hinten ist auch eine. Nee, das ist eine Straße. Aber da ist irgendwas. Ich mach mir da echt Sorge, weil ich halt nicht sterben will. Das hat fast ein bisschen was von Slender. Nimm mal den Stein und reparier das Ding mal. Ja, das ist tatsächlich was. Okay, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Working, irgendwas, Tools. Oh, Tools! Wenn ich das plündere, da gibt es bestimmt guten Loot. Oh, nein, 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 nein! Hat das irgendjemand gehört? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Shotgun, ich hätte einfach daheim bleiben sollen. Ich hätte einfach daheim bleiben sollen. Toll. AK-Munition, na vielen Dank. Ich nenne die immer AK-Munition, das sollte ich so nicht machen, aber es ist halt Munition für die AK. Aber die kann man, glaube ich, auch noch in irgendwelche anderen Waffen reintun. Okay, warum nicht? Kleines Häuschen zum Looten. Das kann ich, glaube ich, abbauen. Nee, aber das traue ich mich nicht. Ich weiß, das ist so den... Oh, da hinten sehe ich schon, sich schon irgendwas bewegen. Ich weiß, dass es so das Verlangen gibt, jemanden, wenn man zum Beispiel irgendein YouTube-Video oder irgendeinen Stream guckt und irgendeinem Horrorspiel, dann will man, dass der sich erschreckt, dann will man, dass der stirbt. Und wahrscheinlich ist es hier jetzt genau dasselbe. Geh da hin und erkunde es. Aber dann, okay, tun wir es. Vielleicht kann ich mit einem Schuss starten, vielleicht. Hier wegen Schleichbonus und so. Oh nein, 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 nein. Okay, 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 alles gut, alles gut. Working Stiff Tools. Ich hoffe, man hört außerhalb von meinem Haus jetzt nicht, wie mein Nachbar gerade anfängt, den Rasen zu mähen. Falls ja, tut mir leid. Ich kann gerade nicht aufstehen. Hallo? Hallo? Ach komm, da brechen doch mit Sicherheit gleich 30 Zombies aus dem Dach. Oh Mann. Ich trau mich einfach nicht. Verdammt, da komme ich so nicht hoch. Ich könnte mich da vielleicht hochbauen. Habe ich denn nicht... Ich habe doch Holz dabei. So, Moment. Licht, 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 Licht. Oh nein! Jetzt haben sie mich gehört. Oh, weh, oh, weh. Ich brauche halt irgend so eine Mod, dass ich eine Waffe mit Licht bestücken kann. Oder... Ja, vergiss es, Tresor.
Dass ich so eine Waffe mit Licht bestücken kann oder dass ich so eine Helmlicht-Mod habe. Was war denn das? Kältewiderstand, dafür weniger Hitzewiderstand. Nee. Kälte- und Hitzewiderstand. Die sind alle unter mir. Nee, den Football-Helm mag ich nicht. Schwere Rüstung macht mich langsam, das will ich nicht. Oh Mann, ich trau mich da nicht runter. Leute, ich trau mich da nicht runter. Okay, dahinter ist ein Zombie. Ah, das ist ein Shortcut, alles klar. Okay, von mir aus gehen wir rein. Kommt die hier hoch? Natürlich daneben geschossen. Könnte ich mal bitte aufhören, meine Blunderbuss-Munition zu verschwenden? Okay. Okay. Okay, gehen wir da runter. Wo ist mein Fluchtweg, falls ich sterbe? Kann ich über die Garage abhauen? Ist das mein Fluchtweg? Ist die offen? Ja, die ist offen. Okay. Dann habe ich einen Fluchtweg. Habe ich meine? Ja, habe ich dabei. 2 Uhr, alles gut, alles gut. Ja, her damit. Ich sollte mich vielleicht sogar auch langsam mal auf die Hordennacht vorbereiten. Die habe ich ja extra schon schwerer gestellt. Kunststofffässer, Benzin. Ich sehe auch gerade nichts. So, Müll. Ah, da ist Loot. Da wäre ich von oben dran. Wäre ich da dran gekommen. Aber es sieht gut aus. Die nächste Nacht ist überlebt. Sage ich jetzt schon, obwohl es noch gar nicht so weit ist. Okay, die nehme ich auch noch mit. Schön viel Steine, um mein Haus aufzuwerten. Vielleicht baue ich mir direkt neben meinem Haus, dass sie das nicht kaputt machen, so eine ganz kleine Basis. Vielleicht auf diesen... Ich muss mal gucken, wo ich da in der Nähe vielleicht Platz habe, um da mir so eine kleine Basis hinzubauen, sonst schlagen die mir das Haus ganz kaputt. Hey, konnte ich doch gerade irgendwas... Ach so, das war die Tür, die entriegelt war. Trinkwasser, Natrium, Pulver oder was das auch immer ist. Also hätte ich mehr Munition, würde ich mich hier um einiges sicherer fühlen. Das heißt, ich hoffe mal, hier irgendwo Munition zu finden. Vielleicht im Klo. Okay. Kann ich da mal rein, bitte? Das wird noch eine Zeit lang so gehen. Meine Steinaxt werde ich so bald, glaube ich, nicht verbessern. Okay, Level 3. Beinschienen habe ich, glaube ich, noch gar keine, oder? Jawohl, jetzt habe ich auch Beinschienen und sie sind leichte Rüstung. Genauso will ich das haben. Okay, von meinem Equipment her geht's langsam. Ich habe hier ein Kälte- und Hitzewiderstand plus. Nee, das brauche ich nicht. Aber die Mod.
Okay, der hat nur einen Mod-Slot und genau der ist schon drin. Ist das überhaupt eine Kiste zum Looten? Ich hätte gedacht, da brechen aus dem Dach 3000 Zombies raus. Hä? Hey, okay, das war gar keine Kiste zum Looten. Ja, dich will ich haben. Schön Zement. Ich kann zwar mit Zement noch nichts anfangen, aber bald. Ah, immer nur her damit. Okay, hier drin scheint es einigermaßen sicher zu sein. Ladenregale. Oh, Nägel! Aus Nägel kann ich mir diese guten Aufbewahrungstruhen bauen. Und da war ein Klauenhammer drin. Damit kann man, glaube ich, Zeug viel schneller aufwerten. Den habe ich auch mal gefunden, den Klauenhammer. Und direkt als ich ihn gefunden habe, habe ich ihn sofort zerlegt. Da weiß ich noch, da waren einige im Chat, weil das hatte ich noch gestreamt, da waren einige im Chat, die sind sofort, was? Den Klauenhammer zerlegt, wie kannst du nur? Und ich so, Entschuldigung? So, weil der kann nämlich ziemlich schnell aufwerten. Aber das brauche ich jetzt momentan nicht. Klauenhammer prima, Mauern zu reparieren, aufzuwerten, macht sich auch als Waffe nicht schlecht. Ich muss mal gucken, ob der die Steinaxt komplett ersetzen kann. Ob der Hammer auch all das kann, was die Axt kann. Oh, Reparaturkits, schön. Okay, ich bin langsam wieder nah dran, überlastet zu werden. Das heißt, ab zurück in die Basis. Alles klar, hat sich doch gelohnt, nachts nochmal unterwegs zu sein. Schön, schön. Der nächste Tag ist überstanden. Und ich bin immer noch am Leben. Und ich bin immer noch am Leben. Gucken wir mal, wie die erste Horde Nacht so läuft. Ich habe ein paar Ideen für die Horde Nacht. Aber dafür, ich brauche bessere Waffen. Wenn diese ganzen Zombies ankommen, ich habe überhaupt keine Munition. Die Munition, die ich jetzt habe, ist innerhalb von 10 Sekunden alles weggeballert. Und die Hälfte der Zeit ist schon vorbei bis zur Nacht. Geh mal zum Händler zurück, vielleicht kaufe ich mir bei dem was. Jedenfalls, die nächste Nacht ist überstanden, das war Tag 2, meine Lieben. Tag 3 ist unterwegs. Ich bin momentan immer noch sehr, sehr zufrieden. Ich finde, es läuft ziemlich gut, muss ich sagen. Das war sie, meine Lieben, das war Tag 2. Das war die Nacht 2, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das Tag 2. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal zum dritten Tag. Dann gehe ich zurück in die Stadt, plündere ein bisschen, mache vielleicht ein, zwei Quests und kaufe mir vielleicht von dem Händler ein bisschen Munition. Irgendwie sowas habe ich das geplant. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Und bis dahin, wir überleben das. Wartet nur ab. Wir überleben das. Bis dann.